Servus und herzlich willkommen bei einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty mit euren Bobas. Ich habe jetzt halt hier vorne mal, das zeige ich euch gleich, bei der Kneipe so ein kleines bisschen ummauert, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass das Ding in der Luft steht. Das sieht etwas seltsam aus, ist aber so. Und jetzt dachte ich mir, ich schaue jetzt mal, wo ich vielleicht noch Lampen hinbringe. Eventuell da, weil hier ist ja eine. Da ist keine. Hier in der Ecke wäre eigentlich nicht einmal so schlecht, ne? Oh, vielleicht nach innen rein, das wäre auch nicht schlecht. Warte mal. Der Vorteil ist tatsächlich, wenn man in dieser Draufsicht ist, man sieht ein bisschen besser. Ich würde das gerne direkt hier hinter den Zaun stellen. Yes, finde ich nicht schlecht. Finde ich tatsächlich nicht schlecht. Was hat mich eigentlich einstecken? Muss ich jetzt mal gucken. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's auf jeden Fall schon etwas besser. Jetzt stelle ich dann gleich zu Beginn mal die Frage. Ich überlege, ob ich am Freitag mal wieder seit langer Zeit einen Livestream mache. Würde mich interessieren, ob ihr daran Interesse hättet. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Aktuell ist es ja so, dass nicht sehr viel von meinen Sachen angeguckt wird. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen nicht unbedingt so, wie ich spiele. Kann durchaus sein. Ist ja zu akzeptieren, ne? Mache ich die dahin? Ja, ich mache die dahin. Komm, Millimeterchen. Ja, das ist doch in Ordnung. Straßenlaterne hier. Dann machen wir hier in die Ecke noch eine. Ich glaube, 5 Stück kann ich insgesamt bauen. Also noch 3, ja. So, einmal kurz drehen, bitte. Ja. Schauen wir mal, ob ich die da hinbekomme. Aber es schaut gut aus. Yes, das ist doch nice. So, dann genau an der Ecke hier noch. Das wäre klasse, wenn die da hingeht. So, allerdings so ein bisschen schräg. Also nicht ganz gerade zur Straße. Mal schauen, ob das geht hier irgendwo. Da wäre ein Punkt. Und warte mal, dann machen wir es eher so. Yep. Du kriegst natürlich dann auch deine eigene Lampe. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich die hier irgendwo hinbringen kann. Es kommen natürlich noch viele, viele, viele Lampen. Das ist klar, ne? So, hier direkt so neben der Tür quasi. Warte mal, ich drehe das Ding jetzt mal nach vorne. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn der Stand direkt oben drüber so beleuchtet ist. Wir werden es sehen, aber ich denke, das ist ganz nice. So direkt die Laterne hier oben drüber. Wir werden es sehen, wenn es Nacht ist. Das gleiche machen wir dann natürlich auch hier noch bei denen. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar hier. Habe ich jetzt eine Mauer gezogen, die hier runterwärts geht, weil es ist komplett offen hier. Hier war es eben auch offen. Da sind zwar kleine Lücken drin, aber die sieht man fast nicht. Das Einzige, die Stämme gingen wirklich nur bis daher. Ich konnte die nicht komplett nach vorne ziehen, weil wahrscheinlich hier das Gebäude immer im Weg ist. Und hier seitlich habe ich auch eine Mauer gezogen. Allerdings habe ich das dann hier so ein bisschen offen gelassen. Ne, man kennt es, glaube ich, auch, dass manchmal unter Häusern so ein kleiner, sowas wie ein Keller ist. Und da dachte ich mir auch, genial, warum nicht? Ich muss nur mal schauen. Das wollte ich mal ganz kurz testen. Ich habe doch mal einen Speer, oder? Ja, mein Speer habe ich. Geh raus. Mein Speer habe ich. Und da hoffe ich jetzt sehr, dass ich den hier... Keine Ahnung. Der bleibt. Das ist gut. Und der geht sogar richtig weit durch, ne? Habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, eventuell hier
Ich muss natürlich dann nach unten gehen, eventuell hier dann einen Boden hin. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier den Speer reinbekomme. Das wäre schon nice. Aber ich glaube, der wird zu hoch sein, oder? Warte mal. Nee, das passt sogar. Man kommt hier schön durch und der Speer guckt nur minimal raus. Naja, gut, weg damit. Weg damit. So, jetzt warte mal, was habe ich noch einstecken? Habe ich hier noch Stöcke? Habe ich einstecken? Ja, ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Hier konnte ich leider den Stein auch nicht weiterziehen, aber dann dachte ich mir, naja, das ist doch eigentlich Pillepalle. Ich bin auf jeden Fall sehr viel am Rumprobieren gewesen, wie ich das machen kann. Schauen wir mal. Ich teste natürlich immer noch, aber da kann ich... Doch, da kann ich sogar ziehen. Puh, das ist gut. Das ist nice. Es muss ja nicht hundertprozentig sein, ne? Sagte er und spielte dann wieder Ewigkeiten rum, ne, bis er endlich einmal zum Ergebnis kam. Ja, bis daher. Hier kann man ja, keine Ahnung, vielleicht auch eine Laterne nochmal hinsetzen. Dann kann man nämlich da noch einen Weg runter machen. Können wir doch gleich mal ziehen. Weil hier ist ja der Weg, ne? Und dann könnte man quasi hier den Weg noch da entlang ziehen. Warum nicht? Da habe ich ja, glaube ich, einen Weg angefangen, ne? Dann können wir doch dahin. Der Stein bleibt zum Glück stehen. Wir hätten dann quasi auch hier... Ich weiß nicht, ob ich da noch einen anreißen kann, der da nach innen führt. Ich glaube es aber nicht. Weil es halt genau unterm Gebäude ist, ne? Hier irgendwo hin? Nee, ne? Eventuell hier quer nochmal. Ja. Das passt. Ich weiß, es ist jetzt relativ finster, ne? Aber okay. Wege lege ich ja gerne an, ne? So, hier habe ich gesehen, dass die durchlaufen. Tatsächlich, die laufen hier durch. Von daher schauen wir doch mal, ob wir dann auch einen Weg da hochlegen können. Ja. Nice. Da muss natürlich auch noch Weg hin. Allerdings würde ich natürlich auch hier noch gerne eine Laterne hinstellen, direkt am Eingang. Ich kann auf jeden Fall hier schön hochlaufen, ohne dass ich jetzt hopsen muss. Die Stufe ist niedrig genug, finde ich gut. So, wir brauchen einen Wirten. Definitiv, wir brauchen jemanden, der hier Bier braut und so weiter. Allerdings brauchen wir da natürlich auch neue Bewöhnerle. Das ist schön, wie ihr alle da sitzt. Ich finde es toll. Das ist so ein richtig schönes Kneipeneck. Ich werde hier auch nochmal Bänke herstellen. Es kommen hier Laternen her, ganz klar. Ich denke, das wird nice. So. Ich weiß, es wird jetzt langsam dunkel, aber gerade solche Zeiten nutze ich gerne. Und dann auch ein bisschen anzureißen. Wie weit kann ich dich denn vorziehen? Da wäre der Hauptweg. Bis daher, ne? In etwa die Verlängerung vom Haus wäre gut. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich daran komme. Da ist grün, da ist nicht grün, da ist grün. Ja, das taugt doch. Na gut, wenn es jetzt so weit geht, ist mir jetzt auch egal. Ach so, wahrscheinlich, weil ich da einen Weg habe, ne? Nein. So. Stimmt, da geht der Weg vom
vom Haus, ne? Den Schotterweg, glaube ich, kann ich lassen. Ich brauche Licht. Wir müssen schlafen gehen. Gehen wir einfach mal schlafen. Ich werde allerdings auch wieder kurz speichern. Weil ich nämlich nicht möchte, dass es regnet. So. Also ich könnte schon in die nächste Jahreszeit schlafen, will ich aber nicht. Vor allem, wir haben ja noch Quests offen, ne? Das wäre fatal. Ich hab hier mal ein bisschen gespielt. Ich habe hier mal so ein kleines Rehlein hier in den Baum gehängt. Das ist schön. Das funktioniert wunderbar. Also mit dem Greifen und ja, Ziehen und so weiter ist es wunderbar. Geht schön. So. Hier, nimm mal deinen Hammer wieder in die Hand. Weil dann würde ich nämlich gerne zumindest noch ein kleines Stück nach vorne ziehen. Ich sag mal, das war doch grün da gerade noch. Ah doch, das passt doch. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil die laufen halt... Ja, die gehen sogar drüber. Wunderbar. Warte mal. Hier, Weg. Okay. Dann gehen wir mal so weit vor wie möglich. Obwohl, das passt doch eigentlich ganz gut, ne? Zack, bis daher. Dann können wir eigentlich hier, weil es soll ja, Moment. Da kommt noch ein Marktstand hin und eventuell hier. Also es kommen noch zwei Marktstände hin. Ah doch, das passt schon. Da rennt er rum und schaut, wie er es machen kann. Ne? Ich guck mal, wie weit ich da dann komme. Ich bin schon wieder am Zäune setzen eher, ne? Als an irgendwas anderem machen. Komm, atme. Zack, danke. Ja, komm, das geht schon. Machen wir eine Mauer. Ich hoffe, die platziere ich jetzt halt gut. So, dann soll hier einfach nur ein Durchgang sein. Und dann würde ich gerne hier ein bisschen runterziehen, weil wir haben ja hier noch Platz, ne? Das gehört dann quasi alles noch zu dem Häuschen hier. Muss mal gucken, wie ich das, ob ich da noch ein... Geht das oder nicht? Da ist es grün. Da ist es grün. Ja. Yes, da freue ich mich immer jedes Mal, wenn das irgendwie hinhaut. Das möchte ich ein bisschen drüber ziehen, bitte. So, das soll nämlich alles hier dazu gehören. Das gehört dann da dazu. Und dann können wir von hier aus zumachen. Ich hoffe, das geht, weil ich eher den Weg dahin gezogen habe, ne? So, du kommst hier bis in den Stein rein. Oder nee, warte mal, ich ziehe dich bis zu dem Baum. Das geht nicht. Nee, dann ist egal, dann ziehe ich dich dahin. Bisschen schräg. Dann ist der Stein innerhalb von dem Grundstück. Wunderbar.
ist wunderbar. Das muss ich alles nur zumachen. Ja. So, die Tür ist halt einfach auf der Seite. Die kann ich aber auch natürlich versetzen. Ne? Ich kann die Tür ja eigentlich auch woanders hin machen. Das wäre ja auch möglich. Dann hätten wir halt hier den Hauptweg. So, und hier raus aus dem Dorf. Das wird immer lebendiger, das Ganze. Das freut mich riesig. Echt wahr? Klasse. So, ich brauche Wasser. Ich wäre vorhin schon fast verhungert, weil ich nicht drauf geschaut habe und plötzlich ist er wieder am Schlucken. So, wir sollten jetzt auf jeden Fall viel Fleisch haben. Okay, ja, das ist gut, würde ich sagen. Ich nehme mal hier... wie viel kann ich denn tragen? 50 Kilo kann ich auf jeden Fall tragen. Passt schon, dann sind es halt 51. Wir gehen mal ganz kurz daher und braten den Leuten mal was durch. Verwenden. Zack. Dann können die uns erst einmal auch den Bauch vollschlagen und dann packen wir das Essen in die Fresskammer. So, ein Schlucki trinken natürlich auch. So. Einmal zack hier. Einmal richtig den Ranzen vollgehauen. Ups, manchmal bin ich zu schnell. So, gebratenes Fleisch, rein damit. Dann sind doch die Leute auf jeden Fall glücklich. Jetzt wollte ich schon sagen, die Kunden. Ja, das ist ein kleines Feuerchen. Hier kann ich ja leider keine Mauer ziehen, deswegen bleibt das halt so. Da wird noch ein bisschen Brennholz gesammelt dann. Ich denke mal, dass ich dieses Ding hier... dass ich das Ding hier voll mache. Also wirklich fast bis davor, weil ich kann hier nichts ziehen. Auch keinen Lattenzaun oder sonst was, glaube ich. Nee, weil hier überall Road ist. Ja. Also überall Road. Also von daher kann ich da nichts machen. Wir können natürlich an der Straße vielleicht irgendwie einen Zaun ziehen. Muss ich mal gucken, wie das hinhaut. So, im Nachhinein ist mir dann die Idee gekommen, was jetzt allerdings zu spät ist. Ich hätte das Dorf im Grunde nur auf dieser Seite des Wegs bauen können. Dann hätten wir nämlich hier zumachen können mit Palisade. Wir hätten Türen gehabt und der Platz wäre im Grunde frei gewesen. Wäre gut gewesen. Aber gut, ist halt so, ne? Wir müssen ja nach Hornica und wir müssen den einen Recurve-Bogen herstellen. So, Recurve-Bogen. Ich muss immer wieder nachschauen, was das Rezept ist. Holzstamm, 4 Leinen, 3 Leder. Holzstamm, 4 Leinen, 3 Leder. Also... machen wir 20 und 15 und 5. Habe ich es jetzt richtig? Oh Gott, ich weiß es nicht. So, ich überlege natürlich auch gerade, ob ich nicht den Jäger wieder wegreiße, weil das wäre ja dann Quatsch, wenn ich 2 Jäger habe. 2 Jägerhütten. So, Werkbank, Recurve-Bogen, bitte 5-mal herstellen. Dankeschön. Dann haben wir nämlich gleich wieder 4 Stück für die anderen Quests, die da kommen, weil das sind ja eh immer die gleichen Quests, leider. Dann, Moment, schauen wir noch gleich wegen dem anderen. Ach so, ja, die 2 Wölfe noch. Ja, also da sollte man keine Probleme haben, wenn wir nach Hornica reiten, dass wir dann auch
mit Wölfen zusammenkommen. So, einmal die Stöcke hier rein. Oh ja, ich könnte die Glasperlen mal meiner lieben Frau schenken. Kampfbogen, zack, 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 zack. So, einmal drinnen behalten. Und dann schauen wir mal. Die müsste ja sich ums Pferd kümmern. Ah, Drogomira. Hallöchen. How can I help you? Unterhaltung finde ich. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Okay, machen wir mal Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Glasperlen. Zuneigungsänderung plus 13. Mir gefällt, was ich sehe, guter Ehemann. Was? Die Zuneigung ist runter? Aber die ist doch gerade plus 13 gewesen. Okay. Mach's gut, meine Liebe. Komisch, oder? How are you? Das ist ein guter Zustand 93, Stall 81. Okay. Okay, also irgendwie, ich weiß es nicht. Egal, ich habe ihr jetzt was geschenkt und eigentlich war da gestanden plus 13 oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Keine Ahnung, gut. Wir haben zu erledigen, wir gehen zum einen nach Honika und, warte mal, das nächtliche Geheul ist noch nirgends. Und bogenlos ist, genau. Also ich glaube, das war ein Lesnica. Kann das sein? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ist egal. Wir galoppieren jetzt jedenfalls mal los, nach Honika. Oh. So, und überlassen. Warum wackelst du so? Ich habe doch das Wackeln eigentlich ausgestellt, dachte ich. Naja, ist egal. So, der Tag hat ja im Grunde gerade erst begonnen. Also sollte das kein Problem sein, dann auch nach Honika zu kommen, während es noch Tag ist. Halt, warte mal. Ich denke mal, dass ich an einer bestimmten Stelle dann auch mal absteige. Wegen den Wölfen. Das war eine Wildsau, glaube ich, oder ein Elch. Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal, ich möchte jetzt halt gar nicht jagen. Ich will eigentlich nur noch die zwei Wölfe. Ui, hast du mich jetzt... Hallo? Hast du mich jetzt erschreckt, wollte ich gerade sagen. Mein Tagebuch. Stick dich. Ach ja, da war einmal die Frage ja auch, von wegen, wenn man die Banditos, wenn man die ausmacht... ob man dann trotzdem die Lager findet. Also, oder ob die dann weg sind. Ist wirklich eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Aber vielleicht werden wir das einfach mal machen. Ich glaube, ich kann hier einfach drüber, oder? Ja. Okay.
reiten wir mal kurz bei den Bären vorbei, ne? Servus, Leute. Wie gesagt, ich möchte ihn nicht jagen. Muss ja nicht sein. Nur die Frage, verfolgt mich der oder nicht? Nein. Tut er nicht, weil sonst wäre wahrscheinlich immer noch Halt. Wir müssen hier rum. Ah! Wolfie. So, da gehe ich allerdings in meine Ego. Da waren sie. Fünf sind es gleich. Okay, welcher kommt zuerst? Und werde ich es überleben? Das war jetzt natürlich blöd, weil ich habe zwar meinen Speer gezogen, aber der hat mich trotzdem gut erwischt. Warum ist jetzt der Bolzen wieder raus gewesen? Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der andere nicht wiederkommt. Ansonsten muss ich schauen, dass ich dann mir mit dem Speer weiterhelfe. Ach, die Armen. Naja. Im Grunde hätte ich nur zwei gebraucht für die Quest, aber die hätten mich zerfleischt. Wenigstens sieht man die Eisenbolzen durch den Boden durch. Also entweder liegt er da vorne irgendwo. Da ist er. Gut. Wollte jetzt die Bären eigentlich nicht sammeln, aber das war nicht anders möglich. Bevor ich da lang rummache. So, okay. Epon, wo bist du? Da steht er. Gut geparkt, hä? Kein Strafzettel, dann passt's ja. So, es wären auch bei Hornika selbst oben drüber, glaube ich, die Wölfe gewesen noch. So. Einmal ganz kurz ins Lager. Verdorbenes, okay. Ich schmeiße jetzt die Sachen bloß einmal raus, dass ich sie nicht rumschleppe jetzt. ...16 Pelze. Genau, die edlen Schuhe habe ich einstecken. Ansonsten glaube ich, habe ich...
Passt schon. Ich möchte jetzt auch nicht groß verkaufen und handeln und so weiter. Hm. Alles gut. So. Dann schauen wir dann auch gleich nochmal hier bei den Freiwilligen, ob jemand dabei ist. Aber jetzt geben wir erst einmal die Quests ab. Näherin, bla bla. So, weiter. In Ordnung, danke. So, Google mit Pelzbesatz, edle Schuhe. Schauen wir mal. Wen haben wir denn da? Da hätten wir auf jeden Fall eine Jägerin. Und wir hätten einen Jäger. Hm, wie alt seid ihr zwei? Eric, du bist 27. How can I help you? Du bist 30. Goodbye. Schauen wir nochmal hier in die Verwaltung. Bevor wir dann Fini machen. Wir haben ja hier noch kleines Haus, kleines Haus, kleines Haus. Wir haben hier drei kleine Häuser. Warte mal, ist irgendeine Händlerin dabei? 2, 2, 2. Alle haben sie 2. Ein bisschen besser wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber die, dass wir vielleicht doch die als Jäger mit reinholen. Ich pack euch zwei in ein Haus. So, das müsst ihr jetzt. Eric, komm mit. Und Dobrovoja. Super, so. Entwicker? Nee, du bist nix. Dann tue ich die zwei nämlich hier zusammenschmeißen. Und Eric. So. Das wäre dann der dritte Slot im Grunde frei. Das heißt, die können einmal Kind kriegen. Wunderbar. So, einmal raus, dass die zwei zufrieden sind. Wasser fehlt. Ich habe Eimer hergestellt. Hallo? Ach, kann das sein, dass die... Ich pack die immer falsch rein, ne? Ich habe 10 Eimer hergestellt und die habe ich ins Lager getan. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte ich die lieber in den Essensdingsbums reintun sollen? Oder ich weiß es nicht. Aber es hat ja nur... Haben wir nur die 2? Hm. Komisch. Das ist komisch, okay. Dobro und Eric Jagd. Dobro und Eric Jäger. Na, haben sie schon Familiennamen? Dobro und Eric. Habe ich Eric jetzt richtig geschrieben? Doch, Eric. Aber ich glaube, Dobrovoja kann ich nicht ausschreiben, oder? Dobrovoja. Schauen wir mal. Nee, geht nicht. Dann ist es eben die Dobrovo und der Eric Jäger. So, passt. Warum die jetzt kein Wasser haben? Keine Ahnung, vielleicht weil sie sich gerade noch auf dem Weg befinden. Ich weiß es nicht. Ach ja, Beruf zuteilen. Natürlich. Jagd. Jagd. So. Und Eric Jäger. So, jetzt hoffe ich auch mal, dass die auch ein bisschen was noch bekommen an Trinken, dass die nicht mir ganz sinken von der Ding. So. Feld. Was könnte man dich denn machen lassen? Warte mal, wie ist das bei der Wirtschaft? Nochmal. Produktion, nicht die Küche, hier die Schenke. Schenke braucht... Okay, das Ding hier. Den Handwerksding.
Aber du hast nur einen Punkt da drauf, ne? Also von daher kann ich dich nicht an die Schenke packen. Naja, in Ordnung. Wir werden als nächstes dann, ich glaube, bogenlos machen können. Oder nächtliches Geheul. Ja, also beides, ne? Denica und Lesnica. Ja, Denica und Lesnica. Also die zwei können wir dann machen. Ich würde erst nach Lesnica reiten. Mit dem nächtlichen Geheul. Und dann nach Denica und dann... Genau, nach Branica oder Baranica. Ne, da wo halt Ding ist. Stick dich. Wo ist es? Aufgabe von Lubomira. Ist egal. Yep, da machen wir dann das nächste Mal weiter. Wie gesagt, wie am Anfang, sagt mir Bescheid. Ich würde am Freitag mal wieder einen Livestream machen, seit langer, langer Zeit. Ich bin immer so ein bisschen schisserig, was Livestreams angeht. Aber gut. Auch das werde ich überleben. Von daher würde es mich echt interessieren. Lasst mich gerne wissen. Und ansonsten Like da lassen, kommentieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.